Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte Sie im Namen der Stadt, aber auch im Namen des Vorbereitungskreises hier zu unserem diesjährigen Marktplatz in Sondershausen im Karl-Schröder-Saal herzlich willkommen heißen. Mit diesen Worten eröffnete Bürgermeister Joachim Kreyer den Marktplatz für gute Geschäfte in Sondershausen. Mit einem kräftigen Gongschlag begann das 90-minütige Treiben im Karl-Schröder-Saal. In den rund 1,5 Stunden bot der Marktplatz gemeinnützigen Organisationen, öffentlichen Einrichtungen und Wirtschaftsunternehmen eine Plattform, um gute Geschäfte zu machen. Ursprünglich stammt die Idee aus den Niederlanden. In Deutschland wurde der Marktplatz seit 2007 mit Unterstützung der Bertelsmann Stiftung und mit der Thüringer Ehrenamtsstiftung erfolgreich verbreitet. Die Organisation im Karl-Schröder-Saal wurde übernommen durch Lernen vor Ort im Kyffhäuser-Kreis, das Landratsamt Kyffhäuser-Kreis, die Stadt Sondershausen sowie weiteren Mitgliedern der Veranstaltungsgruppe. Der Charme von Marktplätzen der guten Geschäfte liegt zum einen darin, dass, bedingt durch den Zeitdruck, ein sehr lebhafter Handel ausgelöst wird. Zum anderen sind die Marktplätze voller Überraschungen, weil dem Handel fast keine Grenzen gesetzt sind. Nur Geld ist tabu und viele Kooperationsideen entstehen sehr spontan im Gespräch. Zur besseren Orientierung der Marktteilnehmer dienten Handelsecken, die thematisch zu ihren Nachfragen bzw. zu ihren Angeboten passten. Falls die Teilnehmer sich nicht trauten, eines der 10 Unternehmen anzusprechen oder nicht genau wussten, welche von den 21 gemeinnützigen Organisationen etwas Bestimmtes anboten, konnten sie sich vertrauensvoll an einen der Makler wenden. Die Aufgabe der Makler ist es einfach, dass man sich in Vorbereitung der Veranstaltung mal anschaut, welche Unternehmen und welche Gemeinnützigen kommen. Die Wünsche und Angebote sind ja vorher von den Unternehmen und Gemeinnützigen festgelegt. Und dass man dann einfach hier dieses lockere, aber durchaus doch chaotische Treiben ein bisschen im Rahmen hält und einfach guckt, dass der Gemeinnützige auch mit dem Unternehmer, der ihm helfen kann, oder das Unternehmen, was dem Gemeinnützigen helfen kann, dass da einfach ein Kontakt zustande kommt, dass man miteinander redet und dass die Vereinbarung dann letzten Endes auch korrekt ausgefüllt wird. War man sich handelseinig, dann mussten die Vereinbarungen schriftlich festgehalten werden, damit ein Expertenteam anschließend diese auf ihre Verhältnismäßigkeit prüfen konnte. Durchweg positiv bewerteten die insgesamt 31 beteiligten Vereine und Unternehmen den nun schon zum zweiten Mal in Sondershausen stattfindenden Marktplatz der guten Geschäfte. Wie finden Sie die Idee? Die finde ich sehr gut, weil erstmal für mich vor allen Dingen zum Kontakte knüpfen, um Leute persönlich kennenzulernen und auch mal das eine oder andere über einen eigenen Tellerrand mitzukriegen. Gut, was machen die eigentlich? Die Idee an sich finde ich sehr gut. Also ich bin auch positiv überrascht, wie das hier so abläuft. Ich hatte es mir schwieriger vorgestellt. Wir waren vorher schon hier. Sehr schöne Resonanz gewesen. Wir haben vorher auch mal schöne Sachen bekommen. Man kann sich sehr schön austauschen mit den anderen Vereinen. Man kann Erfahrungen sammeln. Hier geht es nicht nur um Sachwerte, hier geht es auch um Erfahrungen und Austausch. Sehr schön. Ist weiter zu empfehlen. Uns hat ein Mitglied geworben, hierher zu kommen. Der hat gesagt, wenn ihr Interesse habt, sowas mal zu machen, dann kommt einfach mal hierher. Und das haben wir auch ganz toll gefunden. Ich muss auch sagen, dass die Sache sehr gut anläuft, dass die Leute auch sehr motiviert sind, auch was anzubieten, auch gute Sachen anzubieten. Das finde ich schon sehr schön, muss ich sagen. In dieser Kleinstadt kennen wir uns als Vereine sowieso schon sehr rege, aber auch mit den Firmen und Unternehmen, die hier sind, spärlich, aber immerhin, kommt ein guter Kontakt zustande und es ist einfach eine lockere, angenehme Atmosphäre. Ich darf ja heute auch moderieren und das mache ich sehr gerne, weil ich glaube, diese Atmosphäre und vor allen Dingen die persönlichen Kontakte, die hier geknüpft werden, ist eigentlich noch ein Stückchen wichtiger als das, was hinten bei rauskommt, nämlich das Geschäft. Geschäft in Anführungsstrichen, wenn der eine dem anderen in irgendeiner Art und Weise helfen kann. Nach 1,5 Stunden Regenhandels und 51 abgeschlossenen Vereinbarungen beendete ein sehr zufriedener Bürgermeister den Marktplatz der guten Geschäfte 2011. Und damit ist der diesjährige Marktplatz geschlossen.